Schaut euch das mal an. Piran Atschi, den Yu-Gi-Oh-Spieler, kennst du noch, oder? Genau darum geht's in dem Video. Oh mein Gott! Du bist echt zu krass! Er hat das gegründet, er ist CEO. Echt jetzt? Oh ja. Oh mein Gott. Und da habe ich gesehen, Piran, schick ihn mal. Leute, was geht ab mit dir? Seid ihr soweit? Wir geben mal ein paar Videos. Ja, go, 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 hier. Schaut euch das mal an. Ich sag nichts dazu, gebt mir einfach eure Meinung. Ich kenne die auch, das kann doch nicht sein. Ich kenn woher kennst du die? Die ist richtig random. Vom Fitness damals, echt? Seit 5 Jahren oder so. Alter, er kennt echt alles. Er ist nicht mehr als ich, Mann. Mehr als ich. Er ist auf YouTube. Auf jeden Fall, es geht nicht um sie, sondern um das Produkt. Also ich kenne sie als YouTuber nicht, sondern nur genau dieses eine Video. Okay. Und ich habe halt nur das genommen, weil es das kürzeste ist. Die anderen Videos über das Thema sind 10, 12 Minuten. Fun Fact, Piran Atschi, den Yu-Gi-Oh-Spieler, kennst du noch, oder? Genau darum geht's in dem Video. Oh mein Gott, wie krass bin ich. Du bist echt zu krass. Piran, oder? Ja, der macht Digga, schau erst das Video. Ja. Oh mein Gott, er ist echt zu krass. In meinen Gedanken. Nichts abgesprochen, gar nicht. In meinen Gedanken. Das ist zu krass, scheiße. Scheiße, Mann. Hi, ich mache heute für euch ein Unboxing und ich freue mich besonders darauf, weil es kein Beauty-Kram ist zur Abwechslung, sondern Essen. Und zwar hat mich der Online-Shop Koro Drogerie angeschrieben. Ich kannte die Firma vorher noch gar nicht, vielleicht kennt ihr sie ja. Falls ihr sie noch nicht kennt, das ist ein Online-Shop, wo ihr eigentlich alles Mögliche an Essen bekommt. Also ihr bekommt Nüsse, Getreide, Trockenfrüchte, Superfoods vor allem. Und was auch noch etwas Besonderes ist, ist, dass sie halt alles in Großpackungen verkaufen, heißt, ihr bekommt große Mengen. Dadurch könnt ihr einerseits Geld sparen und außerdem habt ihr dadurch auch weniger Verpackungsmüll. Und die Sachen sind alle in sehr guter Qualität, das meiste ist sogar Bio. Ich verlinke euch den Shop mal unten in der Infobox, dann könnt ihr sogar vegan. Das ist übrigens nicht gesponsert, das Video. Kann man sowas machen? Noch nicht. Noch nicht. 500 Gramm sind das, ist eine Riesentüte. Und das kann man sich einfach so ins Müsli reinmachen und Amaranth hat einen besonders hohen Eisengehalt, deswegen esse ich ihn besonders gerne, weil Eisen schmeckt, deswegen esse ich auch immer Nägel. Als nächstes habe ich mir ein paar Gewürze ausgesucht und als erstes habe ich hier die gemischte Kräutergewürzmischung. Die kommen in so Metalldosen. Oh mein Gott, das war so panisch, oder? Was war das grün? Was war das? Das war nur Kräuterbox-Panisch. Ganz Koro Drogerie und so gar nicht. Das, ja. Die in so großen Tüten kommen. Und zwar einmal gemahlenen Kurkuma. Oh, Kurkuma ist mega drin. 250 Gramm. Ja, ist eins der Top 3 Gewürze, wenn man Sport macht. Das ist super. Ist ja. Sieht sowas von gesund, Mann. Eigentlich reicht das auch schon. Wir müssen nicht das ganze Video schauen. Ja, du kennst ja eh schon. Ja. Tati, erzähl mal so. Was ist so dein Eindruck von dieser Koro Drogerie? Von mir? Ja. Also wenn die mir einen Sponsor schicken würden, ich würde direkt annehmen. Es geht um Preis, Leistung, wenig Verpackung und ja, geschmacklich anscheinend echt top, weil ich habe echt viele Videos gesehen. Die haben mit YouTubern angefangen, Fitness-YouTubern. Okay. Und Trockenfrüchte und so, für die zunehmen wollen, bla bla bla. Die haben echt viele geile verschiedene Dinge. Gibt es jetzt schon? Boah, schon bestimmt. Länger. Ja. Und nur online machen die, oder? Nur verschicken oder haben die irgendwo einen Shop? Das weiß ich nicht, ich glaube nur online. Ich habe nur Gutes gehört von Koro Drogerie. Die haben auch getrocknete Ananas, Erdbeeren, alles Verrückte. Ja. Waschmittel auch, glaube ich, so. Also es geht eigentlich jetzt nicht um das, was die verkaufen, so Essen, Bio und Zeugs und sowas. Sondern wir gehen ja die ganze Zeit, momentan ist ja so dieser Hype mit Selbstständigkeit, Geld verdienen und Unabhängigkeit und sowas. Und da ist es halt schon krass, respektabel, dass einer, den wir kennen, warte, ich zeige euch nochmal die Webseite. Weil die Seite ist halt echt nicht klein. Ich habe so gesehen, die Mitarbeiter und so, und die Liste war so lang. Und das sind halt sozusagen seine Mitarbeiter. Von Piran. Ja, eben. Dein Team. Ja, das Team ist so krass groß. Da war ich echt beeindruckt. Warte, mach mal Bildschirm schon an. Macht der den Shop oder was? Ich dachte, er ist Erstenarbeiter von. Nein, ihm gehört das. Echt jetzt? Er hat das gegründet. Nein, Leute, ich hab grad Gänsehaut. Ja! Alter, wer einfach nur ein Mitarbeiter, wen juckt es, wenn er nur ein Mitarbeiter ist? Er hat das gegründet, er ist CEO. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Jucke, das wusste ich nicht. Na, steht's doch mal, warte hier. Geschäftsführung Piran. What the fuck? Und jetzt geht die Liste durch, wie viele Mitarbeiter er hat, Mann. Hat der richtige Unternehmer, hat der Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki oder so gelesen. What the fuck? Heftig, wait, oder? Ja, Junge. 6, 8, 10. 2, 14, 16, 17, 20, 30, 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
fast 60. Das ist Hintergrundgeschichte. Ihr wisst, wir haben Yu-Gi-Oh! Gezockt. Pika now. Peter, you are top 2 CS Paris playing. Playing in Fernities. what was your record during the main event? My record was 6-1 rounds, and then I lost in the top 16 against Peter Boss. Really tough match. Okay, so let's get the deck profile. That's my deck. 3 hard, obvious. Okay, 30 cards for hard. Thank you. 3 Petra, obvious yep. 2. To Tim Goldfish, I added one more. Grüße gehen raus. Wenn ich vorne an den Top Tables war, immer, er war immer. Er war wirklich fast immer dabei. Immer. Ich war auch manchmal vorne und habe ihn dann gesehen. Eigentlich ein ruhiger Typ, dies, das, guter Spieler. Also ich war mit ihm zusammen in einem Team. CCG for Life, ja. Beste Team. Ja, du kennst ihn dann noch besser eigentlich. Die waren auch, die waren auch bei Stefan Graf. Aber er war nicht dabei, also Joshua, ja. Michael und Norman. Aber er war auch ein Teil. Ja. Genau, und daher kennen wir ihn. Ein paar Jahre später, er ist erfolgreicher Geschäftsführer von Koglo. Ja, Mann. Krasse Idee, Mann. Heftig. Ja, nicht nur Trockenfrüchte, alles, Mann. Hier Nüsse. Ja, mit dem sind sie bekannt geworden. Nüsse, Gewürze. Mhm. Und wenn es da auch Bioqualität ist, ja. Gewonnen, oder? Krass. Mega. Und der hat auch gar keinen. Ist ja eigentlich nur online. Shop, weißt du? Mhm. Er hat jetzt keinen Laden, er hat nichts, er hat einfach nur irgendwo vielleicht einen Büroraum. Hohe Gewinne. Halt ja, er kann halt, hat einen Laden Beste. Und fertig. Die Idee verfolge ich auch. Ja. Kein realen Shop. Ja, genau. Nur ja, online. Egal, ob ein Virus kommt, egal was kommt, ja. Digital läuft weiter. Jetzt sowieso in der heutigen Zeit alle bestellen, Mann, alle bestellen. Ja. Digitalisiert. Wir sind in Informationszeit. So krass. Krasse Idee. Wie lange gibt es den Shop jetzt? Schon 3-4 Jahre mindestens. Krass, hier jemand. Ich glaube, der ist jetzt noch krasser abgesagt, Mann. Jetzt noch bekannter wahrscheinlich geworden. Oder? Also es kommt gar nicht so rüber, dass Peter ein Geschäftsführer ist. Ja. Die hatten so Videos, ich habe mir, ja. So, auf was ich Bock hatte, Macadamia-Mousse. Bis heute ist ein Traum. Und da habe ich gesehen, Peter, schick ihn mal. Schick ihn mal Macadamia-Mousse. Es ist halt die krasseste Nuss und ist halt geschmacklich top. Ja, wie bist du drauf gekommen? Puki, kennt ihr Puki? Ja. Der hat auch Pogo-Videos gemacht. Ja, genau. Und der hatte mal ein Sponsoring von denen. Das waren irgendwelche Kokosriegel, glaube ich. Mhm. Die sahen saftig aus, habe ich mal geschaut. Da habe ich die Seite gesehen und da habe ich gesehen, oh, der Pigan gehört die Seite. Und wie war das damals im Team? Also, wo er Dinge, gab es da schon Ideen oder hat er mal irgendwas erzählt oder was er macht? Nee. Oder immer immer Business macht man immer still. Ja, ja, nein, aber Business macht man immer still, bis es halt läuft und dann sagt man es erst. Aber ja, Mann. Deswegen keine Ahnung. Aber schon heftig, Mann. Respekt. Ja, auf jeden Fall Respekt. Glückwunsch, alles, Mann. Ja. Scheiß, Mann. Glücklich, perfekt. Hat er gut gemacht, Mann. Ja. Geile Idee. Und so wird man das halt, weißt du? Und durchziehen. So ist es. Durchziehen, Bam, ja. Durchziehen. Wann ziehen wir durch? Wann kommt unsere Zeit? Die ist schon eigentlich da. Wir sind da am Anfang schön. Wir machen weiter. Wir haben Spaß. Da wird es schon. Mhm. Aber bestellt hast du da noch nie was? Nee, wollte ich immer. Ich habe die auch in der Favoritenliste manchmal gehabt, damit er gelöscht. Ja, hast du jetzt mal die Preis-Leistung mal gecheckt so an sich? Die sind gut, Preis-Leistung. Ja? Und auch die Reviews alle eigentlich top. Das Einzige, was fehlt, ist nur noch die Bestellung. Aber die habe ich aus den Augen verloren irgendwann. Aber ist echt gut, Mann, weil ich so Nüsse und so, meine Frau und die Witze dann. Wer weiß, wenn er das sieht, alte Freunde. Ich habe viele Videos von dir echt gesehen. Er war mit so einem Mädchen immer. Dann haben die Produktreview und so, ehrlich, das schmeckt gut. Ja, er ist schlau, er benutzt Social Media echt gut. Also er hat das echt gut integriert und benutzt, um zu steigern. Peter, hast du aufgehört, die Viewer? Hast du aufgehört? Ja, schon lange, glaube ich. Hat komplett aufgehört. Ja, ich glaube alle. Ja, aber was hat der gelernt? Weiß man nicht, was hat der gelernt? Keine Ahnung. Studiert oder irgendwas? Weiß man nicht? Weiß ich nicht. Steht, glaube ich, in seiner Bio hier. Ja. Auf der Website aber. Müssen wir mal abchecken. Schon heftig. Geiler Scheiß. Müssen wir auch mal angucken. Oh, hier gibt es doch immer Rabattcode, 10%, 5% und so. Ja, die haben wir aber nicht. Hör auf, die zu bewerten. Koro. Ja, Mann. CEO, Business Owner. Geschäftsführer von Koro, ja. Grüße gehen raus. Respekt. Ich habe gerne unten in den Kommentaren, ob ihr auch so jemanden kennt von früher, der es richtig geschafft hat.
Alter. Mich hat das echt schockiert. Also ich wusste, dass du das machst, aber letztes habe ich nochmal drauf geschaut. Dann sehe ich die Mitarbeiterliste und sowas. Also Respekt. Das war's auf jeden Fall von uns, Leute. Unterstützt uns gerne mit einem Like, einem Kommentar, ein Abo. Checkt die Videos ab. Ich hoffe, euch gefällt, was wir hier so machen. Ich weiß momentan nicht, aber hoffentlich in der Zukunft. Das war's von uns, Leute. Und ciao.